Lektion 12. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Ihr seid in der Tat gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und wir machen hier Fortschritt durch die Lektionen und wir sagen Danke, dass ihr mit uns hier unterwegs seid auf dieser wundervollen Reise in den Frieden. Denn das ist es, was diese Lektionen euch bringen. Die Geschichten, die ihr auf die Welt legt, sind die Dinge, die euch leiden lassen. Die Urteile, die ihr über Menschen fällt und über Orte und Dinge, die machen euch traurig oder ärgerlich. Und du glaubst, es ist die Welt, die dich ärgerlich macht. Aber es ist die Projektion deines Urteils, die sie auf sie gelegt wird, ist das, was dich wirklich von der Liebe, was die Verbindung zur Liebe trennt. Und das ist das, was dir Frieden bringt. Und das ist die große Veränderung im Herzen, die wir machen, wenn wir durch diese Lektion gehen. Dieses Verständnis, dass wenn du jemand mit Urteil anschaust oder beobachtest und du beginnst zu leiden, dass du beginnst zu verstehen, dass es eine Wahl ist, ob du leidest oder nicht. Es ist ein großer evolutionärer Schritt oder Sprung in deinem Geist, wenn du dazu kommst, diese Wahrheit zu sehen. Du wirst nie wieder der gleiche sein, wenn du verstanden hast, dass jedes Mal, wenn du leidest, dann hast du dich mit lieblosen Gedanken über dich selbst beschäftigt oder über irgendjemanden oder irgendetwas anderes. Und indem du das realisierst, dann verstehst du, dass du frei bist, zu wählen, frei von Leiden zu sein. Jedoch, wie dem auch sei, der trainierte Geist, der in der 3D-Welt existiert, der trainiert wurde durch die Religion und die Kultur, die Eltern und durch Werbung und Fernsehen und Bankinstitutionen und alle diese Arten von Sachen, dieser Geist ist programmiert zu urteilen und er ist programmiert, sich zu trennen. Und Trennung ist hier tatsächlich dein natürlicher Zustand. Und woher weißt du das? Du scheinst in einem getrennten Körper zu sein, mit getrennten und geheimen Gedanken. Das ist eine physische Demonstration deines Glaubens an die Trennung. Und letztendlich, wenn du deinen Glauben in die Trennung entfernt hast von deinem Bewusstsein, dann wirst du nicht länger einen scheinbar getrennten Körper haben. Und du wirst verbunden sein mit allem und allen. Und das ist es, wohin diese evolutionäre Reise letztendlich führt. Und das ist ein langer Weg, aber in jedem Moment, in dem du wählst, nicht zu urteilen, und in jedem Moment, in dem du verstehst, dass die Geschichte, die du auf die Welt legst, deine Geschichte ist und nicht die Geschichte von irgendjemand anderem, und du bist frei, sie zu verändern, in diesem Moment kannst du dein Bewusstsein anheben oder emporheben zu einem Moment des Friedens. Und das ist es, was ihr jetzt beginnt zu sehen, wenn ihr diese Lektion jetzt mehr und mehr tut. Zunehmende Momente des Friedens treten in euer Bewusstsein. Und dann, wenn ihr wieder herunterfallt in das Urteil, und es wird sich noch viel schmerzlicher anfühlen, als es sich vorher angefühlt hat. Und das ist die Heugabel auf dem Weg, von der der Kurs im Wundern spricht. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, diese Lektion zu machen, und du hast gefühlt, wie sich Frieden anfühlt, vielleicht das erste Mal in deinem Leben, dann wirst du nicht in der Lage sein, wieder zurückzugehen. Du wirst sehen, dass dein Leiden optional ist und dass es an dir liegt. Also erlaube dieser Lektion, dein Bewusstsein zu durchlaufen oder zu durchdringen. Mach da nichts dran herum, mach sie, wie sie beschrieben ist. Und sie wird die Arbeit verrichten, wofür sie gedacht ist. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und wir sehen uns morgen wieder.